In Schleswig-Holstein wurde eine Volksinitiative zum Schutz des Wassers gegründet. Grund sind die Gefahren, die durch Fracking entstehen und die Lebensgrundlagen bedrohen. Aber ist es nicht generell sinnvoll und erforderlich, unser Trinkwasser zu schützen? Mein sauberes Trinkwasser. Thema heute: Schutz des Wassers. Die Volksinitiative zum Schutz des Wassers wurde gegründet und ist notwendig, weil die bestehenden Gesetze in Deutschland nicht ausreichen, die Umwelt und das Wasser nachhaltig zu schützen. Hier zum Thema Fracking. Solche Gesetze werden immer wieder zugunsten der bestehenden Konzerne gestaltet, oft unter dem Denkmantel, Arbeitsplätze zu sichern. Dass jedoch noch mehr Arbeitsplätze neu geschaffen werden können, wenn alternative Lösungen erforscht und bereits bekannte Verfahren vervollkommnet und angewendet werden, wird nicht beachtet, weil diese Aspekte für Politiker keinen kurzfristigen Erfolg bringen. Fracking, also das gewaltsame Aufbrechen des Untergrunds zur Öl- und Gasförderung, ist mit unüberschaubaren Risiken für Mensch und Umwelt, insbesondere für Wasser, Boden und Eigentum verbunden. Das 2016 beschlossene Fracking-Bundesgesetz schließt Fracking nur in bestimmten Gesteinsschichten aus, die aber in Schleswig-Holstein gar nicht vorherrschend sind. Im Übrigen macht es Fracking in Schleswig-Holstein rechtssicher möglich. Ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen, wie es zur Erfüllung des Pariser Klimaschutzabkommens vom Dezember 2015 notwendig wäre, wird im Bundesgesetz erst gar nicht thematisiert. Deshalb ist eine Initiative für ein Gesetz zur Verbesserung des Wassergesetzes und des Landesverwaltungsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein dringend notwendig. Mit der Volksinitiative soll neben zwei weiteren Schwerpunkten der Schutz unseres Wassers verbessert werden. Trinkwasser, Oberflächenwasser, Grundwasser, Tiefenwasser und Brackwasser sollen geschützt werden. Ein genereller Gewässerschutz vor Fracking ist nötig, weil all diese Wasservorkommen betroffen wären und ihr Wert für künftige Generationen noch gar nicht feststeht. Internationale Erfahrungen mit Fracking haben gezeigt, dass Wasserverunreinigungen mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten und praktisch nicht rückgängig zu machen sind. So wird die soziale Verantwortung für die Zukunft durch das Fracking-Bundesgesetz missachtet. Verunreinigungen und Gefährdungen durch Verpressung von Lagerstättenwasser und Rückständen, durch Bohrungen, seismische Untersuchungen und Förderung von Erdöl und Erdgas müssen durch eine Verschärfung des Wasserrechts in Schleswig-Holstein vermieden werden. Verunreinigungen und Gefährdungen durch Fracking sind nur durch ein generelles Verbot zu verhindern. Fracking und Ölförderung bedeuten Gefahren für die Sicherung von gesunden Nahrungsmitteln, womit die Ernährungssouveränität grundlegend gefährdet ist. Gefahr von Krankheiten, Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung bei Vergiftung von Wasser, Luft oder Boden. Das Recht auf ein gesundes Leben wird aufs Spiel gesetzt. Klimaschädlichkeit. Es darf keine Erschließung neuer Öl- und Gasvorkommen mehr zugelassen werden. Da wir heute wissen, dass 80% der bekannten fossilen Vorräte im Boden bleiben müssen, wenn wir das in Paris vereinbarte Klimaschutzziel erreichen wollen. Es werden voraussichtlich viele Arbeitsplätze gefährdet, insbesondere im Tourismus. Es bestehen Risiken für die Gebäudesicherheit und eine Wertminderung von Grundstücken. Ziele der Volksinitiative: Sauberes Trinkwasser, reine Lebensmittel, ungefährdete Gesundheit, Erhalt der Natur und Umwelt für Mensch und Tier, Erhalt guter Lebensbedingungen für unsere Zukunft, Schutz bestehender Arbeitsplätze im Tourismus, dem lokalen Gewerbe und der Landwirtschaft. Fazit: Die geltenden Gesetze, Richtlinien und Leitlinien reichen leider nicht aus, um das Wasser allgemein und besonders das Trinkwasser zu schützen. Daher ist es manchmal erforderlich, die Politiker durch Volksinitiativen zu den richtigen Schritten zu bewegen. Wir alle können jedoch im täglichen Leben und Umgang mit unserer Umwelt, besonders dem Abwasser, beitragen, dass Kontaminierungen des Wassers durch den Menschen vermieden werden. Tipp: Für den Fall, dass unser Trinkwasser kontaminiert ist, gibt es eine individuelle Lösung. Mit einem einfachen und wirksamen Trinkwasseraufbereitungssystem in der eigenen Wohnung können wir vorbeugen und sicher gehen, dass wir keine Stoffe wie Keime, Gifte, Medikamentreste, Mikroplastikartikel, Zysten zu uns nehmen. Eventuelle Kontaminierungen, auch unbekannte, werden damit automatisch herausgefiltert.
Wenn Sie mehr über sauberes Trinkwasser wissen möchten oder über die Wahl des richtigen Trinkwasserfilteraufbereitungssystems, dann abonnieren Sie den YouTube-Kanal Mein sauberes Trinkwasser.